Vor dem Antrittsbesuch des britischen Premierministers Boris Johnson in Paris hat der französische Präsident Emmanuel Macron dessen Brexit-Plänen eine klare Absage erteilt. Die Forderung Johnsons nach einer Neuverhandlung des Brexit-Vertrages sei nicht praktikabel, sagte Macron am Mittwoch vor Journalisten. Das gelte besonders für die Forderung nach einem Verzicht auf die Vereinbarung zur Gestaltung der Grenzkontrollen zwischen Irland und dem britischen Nordirland. Sollte es zu einem ungeregelten Ausscheiden Großbritanniens aus der EU kommen, sei dies auf die Regierung in London zurückzuführen und nicht auf die Europäische Union, sagte Macron. Zudem warnte Macron Johnson vor der Vorstellung, ein Handelsvertrag mit den USA könne Großbritannien vor wirtschaftlichen Einbrüchen schützen. Johnson hatte bereits am Dienstag bei Bundeskanzlerin Angela Merkel um ein Aufschnüren des von seiner Vorgängerin Theresa May mit der EU ausgehandelten Vertrages geworben. Nach dem Treffen hatten sich beide optimistisch gezeigt, dass ein ungeregelter Brexit noch abgewendet werden kann. Sollte es dazu nicht kommen, will Johnson spätestens am 31. Oktober Großbritannien ohne Brexit-Vertrag aus der EU führen. Allerdings erwarten Ökonomen in dem Fall starke wirtschaftliche Rückschläge, die vor allem Großbritannien treffen würden. Grund ist, dass dann jahrelang gewachsene Handelsbeziehungen abrupt gekappt werden.